Wir blicken nach Freiberg. Die Stadt ist steinreich, denn dort im Schloss Freudenstein gibt es eine Schatzkammer mit Tausenden von kostbaren Edelsteinen, die Terra Mineralia. Sie ist eine der größten Mineraliensammlungen der Welt. Und groß ist in Freibergern nicht groß genug. Die Schau in Freiberg wird jetzt erweitert. Auf dem Schlossplatz sind ab sofort weitere Schmuckstücke zu sehen im Krügerhaus. Es ist ein formaler Akt, die Eröffnung des Krügerhauses, aber eigentlich viel mehr. Ein Festtag für Freiberg, für die Universität, vor allem aber für Erika Krüger. Ihre Stiftung hat die Sanierung des Hauses und den Aufbau der Mineralienausstellung erst möglich gemacht. Ich bin also auch hellauf begeistert, was aus diesem Haus geworden ist. Denn es war ja nun wirklich eine Ruine und wurde also mit sehr viel Mühe und auch mit reichlich Geld saniert und restauriert. 4 Millionen Euro sind in das Gebäude am Schlossplatz geflossen. Das Krügerhaus beherbergt jetzt eine der vollständigsten Sammlungen deutscher Mineralien. Auf 3 Etagen eine Reise durch die Regionen und ihre Bodenschätze. 1000 Stücke sind hier zu bestaunen. Bestände der Bergakademie Freiberg, Leihgaben wie die Topase aus dem grünen Gewölbe in Dresden, aber auch Schätze von privaten Sammlern. Von der Forschungsseite her haben wir natürlich da einen ganz wichtigen Punkt, dass wir den Zugang zu den Informationen zu den Mineralien haben durch den privaten Sammler. Ein Hobby-Mineraloge, ein Bürgerwissenschaftler weiß natürlich über seine Objekte viel, viel mehr Bescheid und auch über die entsprechenden Umstände, die Fundpunkte, als jetzt vielleicht ich als Wissenschaftler. Freiberg mausert sich mehr und mehr zu einem Zentrum der Mineralogie, zur Nummer 1 weltweit. Einzigartig ist die Terra Mineralia im Schloss Freudenstein mit 3500 Exponaten aus allen Teilen der Erde. Nun kommt noch die Dauerausstellung deutscher Mineralien im Krügerhaus hinzu. Sachsens Finanzminister spricht deshalb schon von einer Nationalsammlung, die in Freiberg entstehen soll. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen. Sie werden weltweit nicht irgendetwas Vergleichbares finden, was Sie hier in Freiberg in Zukunft sehen können. Ab morgen ist das Krügerhaus für Besucher geöffnet. Gelegenheit für ein Rendezvous mit den schillernden Schönheiten.